Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Bye Bye Heimat. Wir, meine beiden Hündinnen Atari und Akira und ich, Stefan, und meine Autokosmos befinden uns beim Fährencheck-in in Las Palmas auf Gran Canaria und werden jetzt gleich die Fähre nehmen nach Fuerteventura. Wir haben Anfang April, das Wetter war heute richtig schön, gerade ist es ein bisschen bewölkt. Und wieder Guardia Civil. Der wollte jetzt wirklich meinen Ausweis sehen und sagte mir, dass der Hund nicht vorne sitzen darf. Also mein neuer Anschnallgurt, dieses Teil hier, scheint nicht zu zählen. Da ist unsere Fähre, die Fred Olsen Express, wie auch immer sie heißen mag. Wir sind angekommen auf Fuerteventura und ich habe mir jetzt hier direkt mal einen Platz rausgesucht, wo wir uns hinstellen. Mal schauen, wie es da aussieht. Nachdem wir gestern angekommen sind, gegen Abend, habe ich mir schnell noch einen Platz rausgesucht in der Nähe des Hafens. Und es ist eigentlich ganz schön. Das Problem hierbei ist lediglich, hier ist eine große Hotelanlage und hier ist eine große Hotelanlage. Wir stehen genau dazwischen. Und hier gibt es irgendwelche Streifenhörnchen-Dinger. Sowas ähnliches wie Streifenhörnchen, auch mit so langem Schwanz und so. Aber ein bisschen anders. Wir fahren hier weiter, weil irgendwie finde ich hier nicht die Möglichkeit, in Ruhe mit meinen Hunden die laufen zu lassen. Mal gucken, ob der nächste Platz mehr zu bieten hat. Und der nächste Stellplatz, nur 10 Minuten entfernt, mit Asphalt, was ich sehr gut finde. Die Windrichtung geht auch, das Wetter ist gut. Da hinten ist ein leerer Strand, Sandstrand. Und wir haben ein Lost Place vor der Tür. Ich kann die Hunde laufen lassen, es gefällt mir sehr gut. Mein erster Eindruck, es gefällt mir viel besser als auf Gran Canaria. Was ich denke mir mal, ich mag aber auch dieses Wüstenfeel, Ambiente. Das ist so wirklich meins. Und zum Campen und Stellplätze, ich glaube, dass es hier entspannter ist. Ich möchte einfach mal kurz ein Fazit geben über meinen 5-wöchigen Aufenthalt auf Gran Canaria im Minicamper. Die Insel empfand ich als wirklich wunderschön und äußerst abwechslungsreich mit den 14 Mikroklimazonen. Man hat Nadelwälder im Norden und die Sanddünen im Süden in Maspalomas. Und auf der Spitze des 2000 Meter hohen Vulkans findet man auch manchmal Schnee an. Und dementsprechend sind die Temperaturen da oben natürlich auch etwas frischer. Im Großen und Ganzen eine richtig schöne Insel. Die Stellplätze an sich, es gibt wirklich wunderschöne Stellplätze. Die muss man aber manchmal suchen. Auch jetzt sich da nicht auf Park for Night verlassen, sondern auch schon mal mit Google ein bisschen gucken. Und es gibt natürlich auch hässliche Stellplätze mit viel Schutt und solchen Dingen. Gibt es alles. Es ist Geschmackssache. Ich bin jetzt auf Fuerteventura. Hier gefällt es mir auch super gut. Genau, die Fährenverbindung von Teneriffa nach Gran Canaria habe ich im Anfang März 58 Euro für die Fähre bezahlt. Und die Fährverbindung von Gran Canaria nach Fuerteventura hat 80 Euro gekostet. Mit Auto und zwei Hunden. Ja, und jetzt geht die Reise weiter hier auf Fuerteventura. Heute gibt es ein pikantes Mojo mit Oliven. Das habe ich im Aldi in Las Palmas gefunden. Und dazu gibt es Mozzarella-Käse und das schmeckt echt wirklich lecker. Also Lost Place-Liebhaber kommen hier auf Fuerteventura mit Sicherheit auf ihre Kosten. Ich bin ein paar Tage da und noch ein paar Kilometer gefahren und aber schon eine ganze Menge baufällige Ruinen bzw. halbfertige Hotels und sowas gesehen. Und wir schauen uns jetzt mal diesen kleinen Komplex an. Thank you.
Definitiv ein schöner kleiner Lost Place. Schade, es ist zu windig für die Drohne, aber irgendwas ist ja immer. In diesem Sinne, jetzt geht es erstmal weiter zum Strand. Wir sind jetzt ein paar Meter runtergefahren. Wo wir jetzt mal eine Strandrunde am Sandstrand machen, haben wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Also der Strand so an sich gesehen ist ganz schön. Allerdings ist es mir ein bisschen zu voll. So alle 50 Meter liegen natürlich irgendwo irgendwelche Leute, die natürlich auch immer was zu essen um sich herum liegen haben und sonstige Sachen. Und die Hunde sind einfach zu aufdringlich oder zu neugierig, als dass ich sie dann unangeleint hier rumfitschen lassen könnte. Die bauen sich ihre Nester überall. Ich bin schon ein bisschen abseits. Also nachdem es mir auf Gran Canaria und Teneriffa doch manchmal schwer gefallen ist, einen vernünftigen Stellplatz zu finden, fällt es mir hier umso leichter. Wir sind keine 5 Kilometer weiter und wir haben ja vorne direkt einen Strand. Hier ist ein Lost Place und es ist asphaltiert. Okay, es ist windig wie immer, aber es ist richtig gut. Es gefällt mir richtig gut. Da oben ist nämlich auch ein Aussichtspunkt, da wo der T4 zu sehen ist. Und ich hoffe, dass die Touristen genau dort stehen bleiben. Ja. Nicht daran, ne? So, fein bleiben. Einkäufe werden erledigt. Heute im Sparmarkt, ohne richtig guten Parkplatz, ohne alles Mögliche. Da ist der ETM. Ich bin jetzt hier durch die halbe Stadt gelaufen und da ist ein ATM. Alles klar. So, wir gönnen uns heute mal eine Pizza, auf jeden Fall. Und fahren zurück zu dem Stellplatz, wo ich gerade stand, weil das ist nur 10 Minuten entfernt und da ist es perfekt. Okay, das sieht doch mal nach einer super Pizza aus. Dann mal guten Hunger! Ja, manchmal muss man sich auch mal eine Pizza gönnen. So, da wir schon wieder Sonntag haben, das Video ist fertig und wird in einer Stunde für euch hochgeladen. Und im nächsten Video schauen wir uns diesen Lost Place hier an. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Falls ja, hinterlasst doch ein Like. Und in diesem Sinne, bis bald.